Servus Leute, willkommen zurück zu Battle of Olympus. Ich habe jetzt sämtliche Folgen gerendert, habe nachgeguckt, ob auch alles gepasst hat bei den Folgen. Und mir sind, während ich die Parts mir angesehen habe, gleich mehrere Dinge aufgefallen. Ich werde aber jetzt nochmal zurück in den Garten der Hesperiden, ist er glaube ich, gehen, weil ich etwas versuchen will. Achso, stimmt ja, der saugt ja Lebenskraft. So. Du bist der Langsame zum Glück, zack. Danke. Nämlich zum Beispiel bei den Blumen kann ich es mir einfacher machen. Aua. Wenn ich die Blumen aus der Distanz vernichte mit meinem Stab von Findel. Mein Stab von Sebastian Vettel. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt wisst, wer Sebastian Vettel ist, aber den sollte man schon kennen. Das ist ein Formel 1 Fahrer. Ah. Hört ihr das? Mein Knopf ist schon so im Eimer, dass man ihn echt hört. So, tja. Noch immer. Dü, diese geile Musik, die flasht mich voll, weil sie geil ist. La. So, ja, geil. Ich werde versuchen, also etwas langsamer anzugehen. Das war, glaube ich, blöd. Wow. Der Affe da nervt überhaupt nicht. Dü. Was habe ich mir gedacht, was ich machen kann? Und was ich auch gemerkt habe, das war falsch. Nämlich habe ich das gemerkt, als ich mir meine Parts angesehen habe. Hier wollte ich eigentlich irgendwann mal Pegasus rufen. Wahrscheinlich. Das wollte ich gar nicht. Okay, das lasse ich da liegen. Denn ich habe gemerkt, wenn ich die Items liegen lasse, kommen die Gegner nicht, von denen die Items kommen. Ja, das war's blöd. So. Ja. Oh, ich kann gleich schon wieder schlürfen. Das ist echt schlimm. Gut. Ja, der ist schon wieder da. Egal, ignorieren. Ja, ich bin voll in den Fall gesprungen. Hier rein. Gut. Hier kann ich mich ein bisschen auffreshen. Lebenskraft. Ja, und ich habe ja hier diesen Stab von Fennel. Ich kann ja damit Feuer spucken. Warum zum Kuckuck baller ich nicht die Pflanzen ab? Na gut, die Pflanze schießt selber auch Feuer, aber es ist nur meine Pflanze. Eine Pflanze hält kein Feuer aus. Ah, danke. Lorbeerkranz oder was das jetzt war. Die roten Dinger waren, glaube ich, Oliven. Nein, ich nies gleich. Ich habe schon wieder so ein Jucken in der Nase. Es nervt volle Kanne. Ich werde die Pflanzen mit dem Feuer bekämpfen, dann werde ich da drüben gegen den Drachen oder was das war. Moment, ich kenne den Namen von den Drachen. Genau, der. Nee, jetzt hatte ich ihn fast. Nein! Egal. Es ist ein Huge Dragon. So ein großer Drache. Ich versuch's so. Schmetterlinge. Noch nicht. Jetzt Schmetterlinge. Hallo? Es sind Schmetterlinge, ganz im Ernst. Du hast eine 3 Tonnen schwere, dicke Plattenrüstung an und lässt dich von Schmetterlingen verwunden. Scheiß drauf. Ich habe keine Lust, mich von Schmetterlingen töten zu lassen. Tut mir leid, dass das jetzt dauert, aber ich könnte es ja so machen wie bei Dark Souls und das alles rausschneiden, aber nee. Nur die Schmetterlinge loswerden, mehr nicht.
Naja, und den Drachen vernichten. Ja, so bekomme ich 10.000 Reifen. Geil. Nicht geil. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich sie noch. Ich will doch einfach weiter. Diese Sammelaktion, die nervt. Ja. Wenn ich drauf springe, wird es automatisch eingesammelt. Okay. Und in meinem Gesöff kann ich den Drachen oder was das ist wahrscheinlich sowieso nicht bekämpfen. Ich brauche irgendeine geile Strategie gegen den. Okay. Ich habe so viele Parts hier brauchen. Ach so, was ich noch sagen wollte. Da wo Poseidon war, in Laconia hieß es, glaube ich. Da war ja unter dem Tempel von Poseidon war ein Weg, ihr wisst schon, mit diesen beiden Jungle-Lücken da. Und da weiter war ein Zyklop. Und den habe ich nicht bekämpft, ich bin von ihm abgehauen. Außerdem habe ich ja von Poseidon was bekommen. Nämlich die Ocarina, um Delfine zu rufen. Und ich habe in einem Part ja mal einen Delfin gerufen, aber ich habe nichts getestet. Vielleicht kann ich auf einen Delfin raufspringen. Vielleicht bringt er mich übers Meer irgendwo anders hin. Ja, und das sind die Wege, weil da wo Laconia ist, wo wir den Delfin beschworen haben, kann ich wahrscheinlich hin. Da wo Lamia war, ist auch noch Wasser. Das weiß ich. Weil ich habe ja Lamia ins Wasser reingedrängt, nahezu. Ja, das sind die drei Wege, die ich ansonsten noch zur Auswahl habe, außer den Garten hier. Nämlich unter dem Tempel von Poseidon latschen und Zyklop vernichten und gucken, wie es dann weitergeht. Dann oberhalb den Delfin nutzen und bei Lamia den Delfin nutzen. Das sind die drei Wege, die ich noch zur Auswahl habe. Ja, ja, ja. Auf Kommentare kann ich leider nicht eingehen, weil ich bisher noch kein Video von Battle of Olympus hochgeladen habe. Gut. Ich werde es wahrscheinlich erst wirklich hochladen, wenn ich es fertig aufgenommen habe. So, die beiden Sachen lasse ich liegen. A, damit die Schmetterlinge nicht neu kommen. Ah. Und B, dass ich eventuell, wenn ich das brauche, dann etwas habe, womit ich mich auffüllen kann. Ah. So ist es doch viel angenehmer. Mit Intelligenz spielt es sich doch besser. Wenn man auch mal sich die Videos anguckt und nachdenkt ein bisschen. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass einer dieser drei Wege mich weiterbringt. Okay. Schlangendrache, was weiß ich. Ja. Ich brauche irgendeine geile Strategie gegen den. Ja. Oh. Ist das möglich? Lalala. Ist das easy. Dubmash einfach weiter, vielleicht verwirrt ihn das und er fliegt absichtlich in mein Schwert rein. Juhu! Der goldene Apfel der Hesperiden. Ansonsten nichts mehr. Okay, der goldene Apfel der Hesperiden. Das war, glaube ich, eine von den 12 Prüfungen, die Herakles bestreiten musste. Wow. Piss dich. Boah, wie bin ich da gerade ausgewichen? Das war ja episch. Warum habe ich das eingesammelt? Das war saublöd. Ich lass mich von Schmetterlingen platt machen. Boah. Ja.
Das sind eigentlich schon geile Ausweichmanöver mit dabei. Wären die nicht so penetrant? Das gibt's doch nicht. So. Jetzt kommen neue. Lass was fallen. Ja. Jetzt du. Oh, es ist ja eigentlich ganz einfach. Ja. Easy. Wenn man weiß, wie, ist es easy. Wir können diese geile Musik weiter genießen. Komm, lass doch irgendwas fallen. Ich werde es eh nicht aufsammeln, weil ich will euch loswerden. Danke. Oh ja, lass Lebenskraft hier liegen. Nein. Moment, ich muss nochmal durch den Zentauren durch. Scheiße. Aber, genau, ich kann mich hier noch an den Würmern auffreshen. Hoffentlich ein bisschen wenigstens, danke. Die Leben kriege ich auch. Danke. Danke. Ich werde mir trotzdem volle Lebenskraft holen, weil dieser Tower, der macht mich alle. Weil es gibt auch Zentauren, die keine Bogenschützen sind. Aber der hier ist, glaube ich, speziell bogenschützenmäßig. Keine Ahnung, wo ich Oliven überhaupt noch irgendwann mal brauche. Ich sammle sie einfach ein. Das ist so ein bisschen der Sammlerdrang in mir, der spricht so, ach, da liegt es, sammle es ein. War gerade total nicht im Rhythmus. Bin mal gespannt, was in diesem Spiel noch so alles gibt. Bisher macht es einfach nur Spaß. Es gefällt mir. Und gute Musik ist einfach. Ich habe schon wieder gesagt, es ist einfach. Wahrscheinlich wird es mir in den nächsten paar Minuten den Arsch rasieren. Den Arsch rasieren, ganz genau. Den Arsch tätowieren. Wird ein riesiges Game Over in den Hintern rein tätowieren. In die eine Backe Game, in die andere Backe Over. Okay, no risk, no fun. Oh, es ist so bescheuert. Und der Affe auch noch. Ignorieren, einfach ignorieren. Der Affe, oh, er springt auf meinen Schädel. Du dreckig. Drecksteil. Gut. Kommt ein Vogel. Da kommen zwei Vögel. Ja, danke. Oh, geil. Okay. Egal, wo du mich hinbringst. Mach. Das habe ich eh noch nie ausprobiert. Und einen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt's nicht. Er bringt mich nach Laconia. Ja, zu Poseidon, ganz genau. Was zum Geier. Ich glaube, Pegasus wollte sich an mir rächen. Wegen irgendwas. Ich habe Pegasus irgendwas getan und jetzt schickt er mich in eine Affenhölle. So, hier runter, schnell. Ich traue mich nicht. Ich gehe mich da unten bei den Satyren etwas auffreshen. Mit Feuer geht das ja gut, ganz gut. Habe ich mich hier eigentlich schon ganz links umgesehen? Nee, oder? Was sagt. Ah! Was sagst du? Ich komme von Athen. Ich sah eine Nymphe, die das Haus von Kelios betreten hat. Kelios war... wer nochmal? Der Typ, der wissen wollte, ob ich Wolf bin oder nicht, der meinen Führerschein nicht angenommen hat. Das war bestimmt mal ein Polizist oder so. Und lass Lebenskraft fallen. Danke. Geht's noch weiter? Nö. Aha, er ist reingelaufen. Danke. Da will ich hin, genau über mir.
Noch zwei? Ja. Danke, wenigstens einmal. So, der Affe da, der wird nicht mehr lange leben. Ausgewichen, ausgewichen. Jetzt da, da, nee, da. Aha. Gut. Ja, warte, da vergiss du nicht. Knitztorz, groß Recken. Danke. Was auch immer du mir sagen willst, Poseidon. So, da unterhalb will ich jetzt hin. Weil da unten auf der rechten Seite war es, glaube ich, ist ein Zyklop. Oder ab da unten. Zyklop war es, glaube ich. Nee. Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Lass mich überlegen. Gleich fällt es mir ein. Nee, eigentlich nicht. Der hat sich gerade irgendwie weggepackt. Oder war es hier? Genau, hier war es. So, jetzt muss ich aufpassen. Der Zyklop. Sieht so aus, als ob es ein Schild abwehren würde, aber es tut's nicht. Aua. Ah. So, erst drunter durchgehen. Shit. Egal, ich bin weiter. Hihi. Und die Vase Amphore ist auch aufgeladen. Ah. Logisch, der Zyklop ist noch da. Oh nein, ein Stein kommt geflogen. Uah, ich konnte nicht ausweichen. Uah. Oh, Double Hits. Und er ist dort. Ja, ich habe eine Nuss bekommen. Ja, eine Nuss für mich. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht aus wie eine Nuss. Und keiner kann mich berichtigen. Weil, wie gesagt, das Let's Play ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn ihr den ersten Part seht. Yeah! Okay, ein... Ach, das wollte ich gar nicht. Damit wäre ein Weg schon mal weg. Hm? Ich habe doch zweimal geschossen, oder nicht? Ja. Ach so, der Apfel wahrscheinlich. Der Apfel erhöht meine Verteidigung, ich nehme weniger Schaden. Ah, das erklärt einiges. Also ich nehme ihn zumindest an. Lass mich überlegen. Voilà. Ja, ihr fragt euch jetzt, was ich überlegt habe. Ich weiß zwar, dass geradeaus weiter, also hier auf der anderen Seite, wahrscheinlich, da war dieser Ekelaffe. Ich will nicht landen. Doch, jetzt schon. Hier nämlich. Okay. Gut, bring mich übers Meer. Oh. Wo bringst du mich hin, Tierchen? Musik. Oh nein. Es wurde auch gesagt, ich soll die Harfe spielen, damit das fliegende Monster Syren mich nicht killen kann. Ja. Okay, wo bin ich jetzt? Na, hier rein, okay. Was? Nein. Oh. Oh. Das Spiel hat mich verarscht. Toll. So, oh, Affe. Affe. Nein. Das wollte ich gar nicht. Du Dummbatz. Da ist die Treppe. Los, geh hoch.
So, ich mach's so. Ich habe keine Lust, jetzt einen Affen aus Fell über die Wand zu ziehen. Wobei er es eigentlich verdient hätte. Wenn man ganz ehrlich ist. Und der verfolgt mich. Gut, weg hier. Muss ich jetzt gegen die Sirene nochmal kämpfen? Hallo, Fischli. Wow. Nee, muss ich nicht. Was ist hier eigentlich? Noch mehr Wasser. Moment. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte schießen. Das haben wir alles mal vorhin gegessen. Nimm die Salamander heute und triff die Hexe Circe von Kreta. Alles klar, das werde ich tun. Oh, jetzt bin ich da. Gut, dann gehen wir jetzt rechts lang. Oh, what the? Ich wette, Feuer kann euch nichts anhaben. Magier. Zelda 2 Magier. Kacke. Wow. Aber sie sind easy. Sie sind sehr easy sogar. Und haben mehr. Moment! Mit der Kristallkugel hast du. Kristallkugel kannst du unsichtbare Dinge sehen. Passiert aber nichts. Hm. Passiert nichts. Ich drücke wie blöde, aber passiert nichts. Gut, dann werde ich jetzt nochmal Poseidon einen Besuch abstatten. Und danach werde ich da drüben, wo ich gerade eben war, werde ich nochmal hingehen und den anderen Seeweg da probieren. In der Hoffnung, dass ich da auch einen Delfin rufen kann. Denn wenn ja, zack, 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 dann kann ich darüber. Dann ist das Spiel einfach. Oh Mann, ich nehme meinen Mund schon wieder zu voll. Oh, ja, ja, der Götter, vergiss sie nicht. Jetzt gewachsen, Koppel, Sutzkum. Oder so. Gut, dann würde ich sagen, das war Battle of Olympus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.